wunderschönen guten Abend, liebe Freunde des Widerstandes. Und was ich heute vorhabe, ist eine Reise durch die verschiedenen Perspektiven. Ich fange nicht mit der lokalen Perspektive an, sondern ich fange an mit der Perspektive, die mir als viel in der Republik Rumreisender immer wieder begegnet. Das in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in Berlin, in Brandenburg, wo immer man auf Stuttgart 21 angesprochen wird, die Leute, teilweise auch die Fachleute, der Meinung sind, das wäre A, unumkehrbar und B, die hätten längst angefangen und wären ungefähr halbfertig. Das ist merkwürdig, aber weil die Medien über das, was hier passiert, leider jetzt nicht mehr so intensiv berichten wie vor 2 und 3 Jahren, entsteht wirklich der Eindruck, euer Ministerpräsident hat das gesagt, der Käse ist gegessen, das ist jetzt alles entschieden und jetzt geht es, die bauen jetzt und die bauen jetzt. Das ist schon erstaunlich und muss uns in unserer Strategie ein wenig auch zum Nachdenken darüber bringen, dass wir es mit einem Projekt zu tun haben, was im letzten Winkel von Schleswig-Holstein, im letzten Winkel von Mecklenburg-Vorpommern, im letzten Winkel von Nordrhein-Westfalen unmittelbare Auswirkungen hat. Weil es um ein Projekt geht, was einen gigantischen Kostenrahmen hat, der die Spielräume, die man anderswo für dringend erforderliche Bahnsanierungen, unser lieber Bahnchef Grube hat bei der Kanzlerin angemahnt, dass 1500 Brücken gefährdet sind, demnächst einzustürzen. Er hat angemahnt, dass es einen riesen Investitionsstau gibt. Und wenn er das ernst meint, dann hätte er sofort sagen müssen, und deswegen stellen wir die Arbeiten in Stuttgart 21 ein. Und ihr werdet gelesen haben, dass die Bahn letzte Woche ihre Bilanz vorgelegt hat für das letzte Jahr. Und es ist eine Bilanz, die einen erschrecken muss, weil in finanziellen Daten die fetten Jahre vorbei sind. Der sogenannte Gewinn, im Wesentlichen sind das öffentliche Gelder, der sogenannte Gewinn ist eingebrochen und wir stellen das erste Mal fest, dass die zeitweise erfreulichen Zunahmen, die die Bahn im Nah- und im Fernverkehr gehabt hat, gefährdet sind. Es gibt Stagnation. Warum? Weil in vielen Teilen der Republik nicht mehr investiert werden kann, weil nicht mehr unterhalten werden kann, weil auf Verschleiß gefahren wird. Warum? Weil das ganze Geld hier versenkt werden soll. Deswegen mache ich an dieser Stelle einen kurzen Hinweis auf eine Konferenz, die vom 25. bis zum 27. April hier in Stuttgart stattfinden wird mit dem Titel Kopf machen. Da wird das Projekt Stuttgart 21 und die Bahnreform, beides ist jetzt 20 Jahre alt, die erste öffentliche Verkündigung der Pläne für Stuttgart 21 ist 20 Jahre alt und der Start für die Bahnreform ist auch 20 Jahre alt. Beides wird in dieser Konferenz von nationalen und internationalen Fachleuten auf den Prüfstand gestellt und ihr seid herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und während dieser Konferenz wird es auch wieder eine Demonstration, eine Montagsdemonstration geben, die dann nicht am Montag, sondern die dann am Samstag stattfinden wird. Also ich habe erstmal die Bundesperspektive aufgehabt und die ist geprägt von einem riesen Missverständnis, nämlich dem Missverständnis des hohen Symbolwertes. Am Beispiel von Stuttgart 21 würde sich gewissermaßen weltweit beweisen,
ob die Bundesrepublik in der Lage wäre, ein Projekt durchzuziehen oder nicht durchzuziehen. Augen zu und durch. Nein, das ist die falsche Perspektive. An diesem Projekt wird sich beweisen, ob mit Rationalität, mit vernünftigen Argumenten des Systemeffekts, ich komme nachher noch auf die Stadtbahnfrage, mit vernünftigen Argumenten einer zukunftsfähigen Bahnpolitik, man, wenn man denn erkennt, die Zeiten haben sich geändert, wir haben Energieprobleme, wir haben Klimaprobleme, vor 20 Jahren war das noch kein Politikum, wir brauchen eine Renaissance der Schiene und diese Renaissance der Schiene findet hier so nicht statt, weil die falschen Prioritäten gesetzt sind. Ich persönlich komme aus einem Bundesland, aus Nordrhein-Westfalen, wo wir 30 Jahre lang Tunnelpolitik betrieben haben. Wir haben einen Großteil unserer alten Straßenbahnstrecken unter die Erde gebracht, in den Innenstädten vergraben und wir stehen jetzt vor einem Riesenfiasko, weil Tunnel nicht nur teuer sind, wenn man sie baut, sondern Tunnel sind wahnsinnig teuer im Betrieb und in der Unterhaltung. Bei uns in den nordrhein-westfälischen Stadtbahntunnel werden die Rolltreppen abgestellt, weil sie nicht mehr gewartet und unterhalten werden können. Es wird ernsthaft diskutiert, Stadtbahnstrecken im Tunnel stillzulegen, weil die Kommunen nicht mehr in der Lage sind, das zu bezahlen. Und man sollte meinen, in Deutschland wäre das mit der Tunnelei jetzt vorbei. Wir haben keine neuen Mittelgebirge, wo man noch einen Bahntunnel bauen muss. Nein, wir sind hier dabei, das größte Tunnelbauwerk, das es je gegeben hat, in Deutschland zu realisieren zu wollen und nicht zu ahnen, welchen hohen Anteil von Betriebs- und Unterhaltungskosten das, wenn es je fertig würde, bindet. Und deswegen... Und deswegen wechsle ich jetzt die Betrachtungsebene. Das eine war die Bundesebene. Jetzt kommt man auf die Landesebene und kommt auf das Phänomen, was ihr jetzt am Beispiel der Stadtbahn das erste Mal real erlebt, was ihr am Beispiel aller Regionalbahnen, aller Regionalexpresse, allen Schienenverkehrs in Baden-Württemberg in den nächsten Jahren Schritt für Schritt immer virulenter werden würde, wenn die Bauerei beginne. Nämlich die Tatsache, dass man nicht an einer Stelle, an einem wichtigen Knoten massive Eingriffe machen kann, ohne dass das ohne Folgen für den rechtlichen Schienenverkehr während der gesamten Bauphase wäre. Das, was wir hier jetzt mit der lokalen Perspektive im Stadtbahnbereich erleben, das erleben wir im Regionalbahnbereich, im Regionalexpressbereich während der Bauzeit. Und wir werden es dann, wenn man sich vorstellt, es wäre gebaut worden, werden wir es auch in den Jahrzehnten danach in der ganz normalen Betriebszeit erleben. Wir werden erleben, dass das, was wir uns alle wünschen, die Renaissance der Schiene, auch in Baden-Württemberg, auch im Großraum Stuttgart, dass es nicht funktioniert, weil wir für teures Geld einen Kapazitätsengpass geschaffen haben. Und deswegen wird man sich nochmal fragen dürfen, was ist denn am Ende die treibende Logik in dem Ganzen gewesen? Und die treibende Logik hat sicherlich viel zu tun mit der Spekulationsperspektive von Grundstücken, mit dem verbrämten Hurra, Hurra, moderner Städtebau in Stuttgart, aber auch mit dem Rieseneinfluss, den in allen Großprojekten die Hauptprofiteure, und das ist die Bauwirtschaft, in diesem Fall besonders die Tunnelbauwirtschaft, sich von solchen Aufträgen erwarten. Daher ist erlaubt,
von Mafia zu reden. Ich selber habe 10 Jahre in einem Verkehrsministerium gearbeitet in Düsseldorf. Ich war mit diesen Tunnelprojekten in den nordrhein-westfälischen Städten als jemand, der Tunnel verhindern sollte, 10 Jahre lang konfrontiert und habe wie immer und immer wieder erlebt, wie die Politik eingeknickt ist, weil die Tunnelmafia in diesem Land eine ungeheure Macht hat, so wie die Baumafia eine ungeheure Macht hat. Die sollen ja gerne Geld verdienen, die sollen auch gerne bauen, aber die sollen da bauen, wo es dringend nötig ist, in unserem sonstigen Schienennetz. Deutschland braucht leistungsfähige Schienenknoten. Der Hamburger Knoten, der Kölner Knoten, der Hannoveraner Knoten und viele andere fliegen uns um die Ohren, weil es an Kapazität fehlt. Und da wird sich auch in den nächsten 20 Jahren nichts ändern, weil das Geld hier versenkt wird. So, und jetzt zum Stadtbahnchaos, dem, was euch unmittelbar auf den Nägeln brennt. Wer in ein über viele Jahrzehnte gewachsenes Stadtbahnnetz massiv eingreift und nicht irgendwo am Rand etwa mal einen Kilometer stilllegt, sondern mitten im Netz an den strategischen Knoten 2 Teilstücke, tunnelbaubedingt, aus dem Netz nimmt, umfahren lässt, der wird sein blaues Wunder erleben, was auf der Nachfrageseite passiert. Es wird in der Tat Chaos geben, nicht nur das Chaos, dass die Umlenkung kapazitativ nicht geschafft wird, sondern es wird ein Chaos geben, weil die, die es angeht, die mit diesen Verkehrsmitteln fahren wollen, ihre, wie Fachleute sagen, Mental Map, ihr Bild von der Stadt im Kopf haben und ständig vor die Wand laufen werden, weil sie dauernd umgeleitet werden, weil dieses Stadtbahnchaos nicht verdaubar sein wird, weil wir viele, viele Umsteigeeffekte im größeren Radius hier vom öffentlichen Verkehr auf die Straße kriegen werden und weil das bautechnisch ohnehin drohende Verkehrschaos auf der Straße um diesen Teil von Verkehrschaos potenziert werden wird. Fröhliche Zeiten kann das nur bedeuten. Und da ist nun wirklich die Frage in Richtung Rathaus, wollt ihr das? Wollt ihr so lange so viel Chaos? Und jetzt springe ich wieder auf die Bundesebene. Man kann nur fragen, will eine Verkehrspolitik auf der Bundesebene es tatsächlich verantworten, dass die Renaissance der Schiene als Zukunftsprojekt vertagt und nochmal vertagt und nochmal vertagt wird, weil die großen, gigantischen Summen, eigenes Geld plus Staatsgeld plus Geld des Landes plus Geld der Stadt hier gebunden werden und an anderen Stellen dringend fehlen werden. Also, Fazit aus dem Ganzen. Erstens, es hat ja noch gar nicht richtig angefangen. Es ist Zeit innezuhalten. Noch ist alles umkehrbar. Noch ist es höchste Zeit. Noch ist es Zeit, den Finanzminister ernst zu nehmen, der von einer Nullverschuldung träumt in den nächsten Jahren und der einen guten Teil dessen, was er da braucht, an nicht ausgegebenem Geld hier heben kann. Hier soll er mal gucken, was hier liegt und gespart werden kann. Gespart für ein wesentlich preiswerteres, alternatives Projekt. Niemand fordert, dass in Stuttgart nichts passiert, sondern die Forderung war immer, mit einfachen Mitteln minimal invasiv die Leistungsfähigkeit des Kopfbahnhofes so zu steigern, dass er für einen integralen Deutschlandtakt tauglich und leistungsfähig ist. Deswegen ist es ein echtes Ärgernis, dass die Alternative nie wirklich konsequent durchgeprüft, durchgecheckt ist,
dass in dem Schlichtungsverfahren sie nicht die zentrale Rolle gespielt hat, die sie hätte spielen müssen, und dass wir jetzt vermurkste Kompromisslösungen versuchen, irgendwie hinzukriegen. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist Zeit innezuhalten. Wir sind immer noch am Ende von Vorbereitungsmaßnahmen und wir haben einen Referenzfall in Florenz, auch das werden viele nicht wissen. In Florenz ist die gleiche Tunnelbaumaschine, die hier jetzt installiert wird, seit anderthalb Jahren staatsanwaltschaftlich versiegelt. Florenz und da mit noch mehr Berechtigung die Baumafia gestoppt werden konnte und musste. Viel Erfolg den Staatsanwälten hier. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Herr Mannheim. Sie merken am Applaus, dass Ihre Rede nicht nur gut angekommen ist, sondern dass sie auch wie eine Art von Eintrittskarte empfunden wird für eine Wiederkehr bei einer nächsten kommenden Veranstaltung. Wir sehen Sie gerne hier.